Oh, schön, dass ihr da seid. Willkommen zurück zu Let's Play The Last Guardian. Wir haben hier ein etwas schwieriges Rätsel vor uns, wie ich sehe. Diese doch sehr krass leuchtende Fackel, die eigentlich gar keine ist, wie ich jetzt erst sehe, sondern ein Krug, muss höchstwahrscheinlich zu Trico gebracht werden. Denn das ist die gleiche Farbe von dem Zeugs, was er ansonsten immer zu sich nimmt. Nur, dass es diesmal extrem stark raucht. Wir erinnern uns, wir haben schon mal sowas Ähnliches gesehen. Da ist dann Trico ganz verrückt nach dem Rauch gewesen und, ja, hat gar nicht mehr auf meine Befehle gehört. Ob das jetzt eine gute Idee ist, es ihm zu bringen oder nicht, weiß ich nicht. Aber wir werden es ausprobieren müssen. Moment, ich habe aber auch gerade eine Idee. Stimmt. Ja, doch. Ich glaube, ich weiß, was die von mir wollen. Ich weiß es, 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 ich weiß es. Erstmal ablegen. Und die Tür öffnen. So, weg mit der Barrikade. Jetzt können wir durch. Ich glaube nämlich, dass ich recht habe. Ich hatte ja im letzten Part gemeint, vielleicht muss Trico an dieser riesen Kette da drüben ziehen. Und ja, genau das wird es wohl auch sein. Wir kriegen ihn aber vermutlich nur dazu, wenn wir den Krug jetzt an die Kette binden. So, das muss ich jetzt aber machen, ohne dass er mir in die Quere kommt. Gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt runterfallen lassen kann. Ohne, dass ich mir wieder sämtliche Knochen breche. Ja, 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 guckt schon, er guckt schon. Oh je. Ich schmeiß es mal darüber. Kommt da vielleicht nicht hin. Beeil dich, runter mit dir. Was los? Okay. Ja, gut. Bisschen verstaucht habe ich mit dem Fuß, aber nicht so wild. So, und jetzt hängen wir dieses Teil mal an die Kette dran. Jo, das geht. Jetzt sollte Trico sie fixieren. Und dann wird sich dieses Tor öffnen, mit Sicherheit. Ja. Wunderbar. Trico. Oh, jetzt. Danke. Oh, Alter. Du hättest mich fast erschlagen. Aber muss er nicht auch noch irgendwie hier rein? Ja, garantiert. Weil ohne seine Hilfe kommen wir dann nämlich nicht hoch. Hä, aber wie soll ich das denn jetzt machen? Ich brauche doch schließlich ihn, damit er das Tor öffnet. Jetzt fixiert er das Fass an. Das ist ja ganz nett, aber wie kriege ich ihn da durch? Gibt es noch eine andere Möglichkeit, das Tor zu öffnen? Ah, ja. Scheinbar. Was ist das für eine Rampe? Hä? Verstehe ich nicht ganz. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das da hochziehen. Die Welt ist echt kurios aufgebaut, ne? So viele seltsame Mechanismen, so alte Ruinen. Wo befinden wir uns eigentlich? Wir wissen gar nichts über diese Welt. Wir wissen nichts über Trico, wir wissen nichts über uns selbst. Wir wissen einfach nur gar nichts. Das macht es aber auch sehr spannend. Wir werden sicher bald aufgeklärt werden. Aber ich komme jetzt trotzdem nicht hinter das Rätsels Lösung. Was zur Hölle soll ich denn machen? Das ist jetzt schon ein bisschen schwierig. Ja, Trico, ich weiß. Ich weiß, du vermisst mich. Das beruht auf Gegenseitigkeit, aber wie kriege ich dich denn da rum? Wofür zum Teufel ist diese Rampe? Das hat überhaupt nichts gebracht, das Ding da hochzuschleppen. Soll ich es runterschmeißen? Mit Schwung? Geht nicht. Hey, was soll denn das? Jetzt kann ich es gar nicht mehr bewegen.
Nur nach vorne. Oh, das ist doch Quatsch. Aber kann ich den Boden irgendwie brechen? Nein, kann ich nicht. Ach so, wait! Jetzt kapiere ich's, glaube ich. Ja, ich hab eine Idee, aber dazu... Shit. Aber ich muss jetzt Rico dazu bringen, da dran zu ziehen. Was will er denn da machen? Er will wegfliegen. Rico, nein! Zieh an dem Seil! Ich hab eine Idee, wir müssen das dazwischen klemmen. Deswegen konnte ich es wahrscheinlich auch nicht runterziehen, sondern nur runterschmeißen. Aber ursprünglich wollte ich es gegen die Wand ballern lassen. Gegen die da hinten, wo es vorhin lag. Ging aber nicht. Ja, zieh, mach weiter. Ich gebe auch mein Bestes. Du musst es ganz hochziehen, dann kann ich das Teil dazwischen klemmen. Ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Noch ein Stück, komm schon. Mach. Ja. Yes. Geil. Kommst du da jetzt durch? Ist okay. Komm her. Schau mal, ich habe auch was für dich. Na komm. Fang. Duck dich. Du passt da locker durch. Glaub mir. Wenn nicht, musst du abnehmen. Ja! Schön. Ey, das war aber kein einfaches Rätsel, so. War schon nicht schlecht. Da ist deine Belohnung. Ups, Entschuldigung. Na, ist. Wir müssen weiter. Yum, yum. Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass er jetzt auch das macht, was er soll. Nämlich sich dorthin bewegen. Schau mal, du musst dich gar nicht mal strecken. Ich komme auch so hoch. Perfekt. Dann kannst du gar nichts falsch machen. Alles klar, weiter geht's. Oh. Verdammt. Da sind gleich zwei von diesen Spiegelaugen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die müssen wir loswerden. Ja, ich weiß, Rico, ich weiß. Was ist das? Aha. Ich habe nach irgendwie sowas gesucht. Okay, das sind Ritterhelme. Ich habe nach irgendwelchen Steinen oder so gesucht, die ich aufheben kann, weil ich mir dachte schon, dass man das vielleicht einfach nur kaputt hauen muss. Yeah. Eins ist klar. Trico mag diese Teile nicht. Das wissen wir schon lange. Und bevor die nicht kaputt gehen, kommt er nicht mit. So. Jetzt ist wieder alles okay. Aber warum er die Dinger nicht mag, weiß ich auch nicht. Ich kann es mir halt auch nicht erklären. Erinnert ihn das an irgendetwas aus seiner Vergangenheit? Sind das Spiegel von Menschen, die ihn vielleicht gequält haben? Und selbst wenn, wofür sind die dann? Oh Mann, jetzt komme ich wieder nicht hoch. Ich hasse das. Das Klettern ist echt teilweise verbuggt. Generell, das Spiel ist technisch ja leider nicht so gut. Aber gerade an den Füßen hätte das doch eigentlich... Wow! Viel besser sein müssen. Weil das Klettern auf Trico eins der wichtigsten Elemente dieses Spiels ist. Na gut. Mit ein bisschen Mühe kommt man dann doch hoch. Und jetzt weiter! Oder warte, komme ich da nach oben? Soll ich da nach oben? Nee, denke nicht. Wow! Das sieht mal wieder episch aus. Und das sind die Türme. Jo, wir sind ganz nah dran. Oh, verdammt, schon wieder so ein Teil. Dann sind das vielleicht einfach Schutzmechanismen.
Schutzmechanismen, die Fabelwesen, also Trikos Art, von den Türmen fernhalten. Ja, ich denke mal, die Türme sind einfach von Menschen gebaut und die wollten halt nicht, dass da die Fabelwesen vorbeischauen. Ist auch irgendwo nachvollziehbar. Deswegen gibt es diese Schutzmechanismen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Dinger eigentlich deaktiviert sind und dass die, wenn sie an sind, irgendwelche Stromstöße oder sowas von sich geben. Und wahrscheinlich wurde Trico auch schon mal von sowas getroffen und hat deswegen einfach schon eine gewisse Angst entwickelt. Er weiß halt, was da auf ihn zukommt. Oh, what the fuck? What the hell? Shit. Das wäre beinahe ins Auge gegangen. Puh. Da siehst du mal, was ich alles für dich mache, Trico. Oh nein, ich komme da nicht mehr hoch. Die Leiter ist weggebrochen. Trico, kannst du mir helfen? Ich brauche dein Schwänzchen. Ich brauche dein Schwänzchen. Oder hast du eine andere Idee? Trico, Hilfe! Trico! Ja, hilf mir doch! Ja, ist das dein Ernst jetzt? Ja, wohin guckst du denn? Moment, ich glaube, er hat eine andere Idee, kann das sein? Wow! Ja, hat er! Oh, passt bloß auf! Zumal da vorne schon wieder so ein Schutzauge ist. Und jetzt? Soll ich springen? Dein Ernst jetzt? Okay. Er hat es mir mit seinen Flügeln angezeigt, glaube ich. Ich hoffe, ich habe... Ja. Huh. Ich habe gehofft, dass er mit Flügelschlagen springen gemeint hat. Oh, cool, wie er mit mir kommuniziert. Und ich ihn sogar verstehe. Vorsicht, Vorsicht. Der Weg hier ist auch äußerst brüchig. Und Trico ist schwer. Wir kommen da locker drüber, aber Trico vielleicht nicht. Ich kümmere mich ums nächste Auge, warte kurz. So. Das war eine richtig schöne Stelle jetzt gerade. Süß, wie er mich aufgefangen hat. Welche Scheiße denn los? Okay. Ach so, das ist da in diesen Schienen eingerastet, habe ich nicht gesehen. Dann ist klar, dass wir es nur in diese Richtung schieben können. Tschüss, Sikowski! Oh nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder! Was jetzt? Trico, wo bist du? Oh fuck, oh fuck, oh fuck! Ach, da bin ich vermutlich sicher. Ja, das bricht weg, aber hier sollte ich sicher sein. Oder nicht? Falls nein, dann hilf mir! Nee, das bricht auch weg, das bricht auch weg! Help me, please! Trico! Ich muss gleich springen! Oh shit, oh shit! Ja, danke für nichts, Trico. What the fuck? Hä, was hätte ich denn da jetzt machen sollen? Ich hab doch schon bis zum allerletzten Moment gewartet, oder nicht? Selbst wenn, er hätte sich wirklich besser positionieren können. Ich schlag vor, ich warte jetzt noch mal ein bisschen länger. Vielleicht geht auch eine automatische Sequenz los, ich weiß es nicht. Aber
Ich behaupte mal, das ist eine Stelle, da sterben viele. Weil einfach unklar ist, was zu tun ist. Also dahin rennen ist ja schon mal richtig. Aber dann, was dann? Jetzt? Jetzt sieht es so aus, als wäre er bereit. Ja, okay. Ja, und warum hast du dich vorhin nicht bereit gemacht? Kannst du mir das mal erklären? Was zum... Fang mich auf! Oh, der Schwanz. Grab ihn! Ja! Boah. Die allerletzte Möglichkeit. Ich dachte schon, der will mich verarschen. Der guckt, wie ich da runterspringe und unternimmt nichts. Vielleicht ist Trico ja in Wahrheit ein Verräter. Nein, Spaß. Natürlich nicht. Er schaltet nur manchmal etwas langsam. Jetzt haben wir, glaube ich, ein Riesenproblem. Jetzt steckt nämlich er in Schwierigkeiten. Was kann ich tun? Hochziehen kann ich dich leider nicht. Moment. Was ist das? Ein Krug. Weg damit. Kannst du was mit dem Baumstamm anfangen? Nein? Was soll ich tun? Oder halt dich doch einfach dran fest. Der Baumstamm ist da eingeklemmt an beiden Seiten. Halt dich dran fest. Wie sag ich ihm das denn? Ja, genau. Fuck, oh fuck! Wow. Ja, als wäre nichts gewesen. Wow, aber das war jetzt ganz schön actiongeladen. Habe ich gar nicht mehr erwartet, weil das Spiel bislang so ruhig und langsam war. Aber vielleicht kommt jetzt die Trendwende. Hätte ich nichts dagegen. Viele haben ja auch schon abgeschaltet, weil es ihnen zu langweilig ist. Ich kann es irgendwo verstehen. Es bestand halt jetzt in den ersten 2 Stunden irgendwie nur aus Klettern und so. Aber es ist halt nun mal ein Spiel, was schon 10 Jahre in Entwicklung ist. Und natürlich hat es dann nicht das neueste Gameplay und ist nicht so actiongeladen. Man muss sich halt auf die Atmosphäre einlassen und damit zurechtkommen, dass es hier mehr um die Beziehungen zwischen den beiden geht. Und es nun mal nicht permanent abgehen kann. Aber in diesem Part wurde uns einiges geboten, das freut mich. Und der eine Fail, ja, der wiegt halt jetzt schon irgendwo schwer. Aber meiner Meinung nach habe ich jetzt nichts falsch gemacht. Ich habe wirklich lang gewartet, nur der Trico, der hat sich zu viel Zeit gelassen. Egal. Du hast mich ja doch gerettet, deswegen streichel ich dich jetzt. Ja. Hast du ja irgendwo verdient. Hä? Hallo, ich sehe nichts. Die Kamera hat echt Probleme, ne? Die wird auch immer zurückgesetzt, sobald man sich irgendwie irgendwo eingeklemmt hat. Ist ziemlich nervig. Oh, schon wieder. Sag mal, was ist denn da los? Und diesmal sind wir nicht allein. Ja, ich sehe schon. Wir müssen erstmal das Auge zerstören. Vorher wird Trico mir nicht helfen können. Okay, dann lass mal sehen. Wie komme ich da hoch? So schon mal nicht. Kommt er da rüber? Nein. Oh, fuck. Aber er hat irgendeine Energieattacke drauf. Ich glaube, damit kann er mich orten. Wie dem auch sei. Wir müssen... Oh, nein! Wir müssen einen Weg nach oben finden. Oh, scheiße. Lass mich los, du Drecksack. Nein! Lass mich runter! Ach, dafür sind diese Türen! Das sind irgendwelche Todeszonen oder sowas. Die wollen mich dahin bringen und dann sterbe ich vermutlich. Das war dann aber ganz schön knapp eben. Komm, hoch, 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 hoch! Schneller! Okay, hier sind wir richtig, denke ich. Was jetzt, was jetzt, was jetzt? Ja, greif halt! Sie haben mich schon wieder geortet. Was ist hier?
Ein was? Ja, schön und gut, aber das ist mir doch jetzt egal. Ich muss zum Auge. Ich schmeiß trotzdem schon mal runter, damit Trico es dann später anvisieren kann. Ah, warte. Jetzt sehe ich das erst. Wir brauchen ein bisschen Schwung. Ja, wieso geht das nicht? Wie kann ich denn Schwung holen? Ach so. Ja, jetzt, jetzt. Oh, Kamera, please. Und pass auf, pass auf. Oh, Moment, Moment. Ich sehe gerade, das Fass ist gar nicht runtergefallen. Das sollte eigentlich hier hinunter. So, und jetzt. Grabben. Anlauf. Und los! Spring! Ja, gut. Das sollte ausreichen. Mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Very good. Die Soldaten kann ich eigentlich ignorieren. Es sei denn, der Sprung misslingt. Ja, das war klar. Aber ich hasse es auch. Und das ist wirklich nicht meine Schuld, ob ihr es glaubt oder nicht. Aber diese Absprung-Mechanik in dem Spiel ist echt furchtbar. Man muss sich immer erst auf eine Seite lehnen. Und die Kamera muss zudem auch noch richtig positioniert sein. Ansonsten springt er nämlich nicht. Dafür kann ich jetzt leider echt nichts. Ich probiere es nochmal. Aber ich hab mir schon gedacht, dass das passieren wird. Na egal, es kann uns ja eigentlich nichts passieren. Die kommen dann nicht hoch und selbst wenn sie mich bekommen, schaffen sie es nicht bis zu dieser tödlichen Tür. So, jetzt ein bisschen hochklettern und direkt so ausrichten, dass er sich nach links lehnt. Genau. Und? So ist es perfekt. So ist es perfekt. Okay. Nun nichts wie runter mit dem Scheiß. Trico, help me! Greif sie an! Sehr gut. Er macht sie fertig. Immer wieder schön zu sehen. Ja, du hättest mich auch auffangen können. Aua. Trico. Du Depp. Hier ist deine Belohnung. Ja, ich streichle ihn ein bisschen, dann beruhigt er sich wieder. Er rastet komplett aus. Du hast es ja geschafft, ist gut. Komm runter. Echt? Es spielt eine Rolle, wo man ihn streichelt? Okay. Aber inwiefern? Ich sehe gerade, es steckt ein Speer in ihm. Den ziehe ich mal eben raus, während er hoffentlich das Essen beginnt. Man spielt nicht mit dem Essen, Trico. Solltest du eigentlich wissen. Wenn nicht, dann bringe ich dir das noch bei. So. Wir haben das geschafft. Ja, das tut kurz weh, ich weiß, aber glaub mir. Lieber dieser kurze Schmerz, als der lang andauernde. So, und nun? Da weiter? Mach mal.
Spring. Trigger, my boy. Mach. Okay. Ich soll wohl als erstes, oder wie? Jan, warum senkst du dich jetzt wieder? Noch ein bisschen höher. Ja. Oh, jetzt wird es wieder als Klettern gewertet. Ich will springen! So, jetzt. Okay. Boah, ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Schon wieder so ein scheiß Drecksauge. Also, was auch immer die bewachen sollen, es muss wichtig sein. Es muss sehr wichtig sein. Aber wie komme ich da denn jetzt hin? Ich denke, das werde ich mir im nächsten Part überlegen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zur nächsten Folge The Last Guardian.